Wie kann man Handschriften in alten Dokumenten schnell entziffern? Bis vor kurzem waren Computer nicht sehr gut im Lesen von handschriftlichen Manuskripten. Künstliche Intelligenz bringt jetzt den Durchbruch. Im Tiroler Landesarchiv Innsbruck gibt es zahlreiche Dokumente aus dem 11. Jahrhundert. Amtliche Aufzeichnungen, juristische Dokumente und andere Handschriften. Das Entziffern der alten Texte ist nicht einfach. Das Archiv arbeitet mit Wissenschaftlern zusammen, um die Transkription mithilfe modernster Computertechnologien zu automatisieren. Bei solchen Schriften glaube ich, dass die neue Technik Probleme haben wird. Hingegen bei solch relativ schönen Schriften hat das neue System große Vorteile und hilft uns sehr. Um solche Bücher zu digitalisieren, haben Wissenschaftler des europäischen Forschungsprojekts READ ein einfach zu bedienendes System entwickelt, das auf einer speziell entwickelten Smartphone-Anwendung basiert. Es erkennt, wenn Seiten umgeblättert werden und macht automatisch hochauflösende Fotos von jeder Seite. Auf der einen Seite ist es natürlich eine Kombination von Low-Tech mit High-Tech. Das Low-Tech ist natürlich das Zelt, das relativ einfach aufgebaut ist. Die High-Tech steckt einerseits in der App von dem Smartphone, das natürlich mit dem Transcribus-Server verbunden ist. Und die Bilder können eben direkt hochgeladen werden auf den Server und dort verarbeitet werden. Sprich, die Handschriftenerkennung kann durchgeführt werden. Das Projekt vereinfacht Aufgaben, die sonst Jahre dauern würden. Dr. Mario Clara bearbeitet das 500-seitige Heldenbuch, die bedeutendste Anthologie mittelalterlicher deutscher Texte, die Maximilian I. Anfang des 16. Jahrhunderts in Auftrag gegeben hat. Der große Vorteil in diesem System ist, dass eine Verbindung zwischen Bild und Text generiert wird in der Software, die also die Eingabe sehr, sehr erleichtert. Das heißt, ich habe sofort den Überblick, ich habe ständig den Überblick zwischen Text und Bild, weiß genau, wo ich bin und kann damit Fehler reduzieren, wie ich es in keinem anderen System reduzieren könnte. Der Server an der Universität Innsbruck nutzt Lernalgorithmen. So lernt der Computer neue Schreibweisen. Nachdem der Benutzer einen Teil des Textes manuell transkribiert hat, lernt die Software, die Zeichen zu identifizieren und erledigt die Aufgabe dann automatisch. Ich gebe den Text und zum Bild und dann wird der Computer genau diese Schrift lernen und ähnliche Schriften. Das System kann Schriften in jeder beliebigen Sprache transkribieren und bringt Wissenschaftler, Archivare und Freiwillige aus vielen Ländern zusammen. Die Entwickler planen, das Projekt für Anwender auf der ganzen Welt kommerziell verfügbar zu machen. Ja, wir waren selbst überrascht über den großen Erfolg des Projekts und dass wir wirklich mit so vielen Institutionen in Kontakt stehen und diese Interesse äußern. Und wir möchten den Service eben haben. Ausbauen und weiter anbieten und werden dafür sozusagen ein Spin-off gründen. Mehr über das Projekt erfahren Sie im Internet unter read.transcribus.eu.